Hallo, ich bin Brooke. Man kann es vielleicht kaum glauben, aber als Kind war ich ein Zappel, Philipp. Ich konnte nicht still sitzen und rannte ständig durch die Nachbarschaft, um in Schwierigkeiten zu geraten. Es gab nichts, was mich nicht interessierte. Eines Tages zerschmetterte ich mein Handy, nur um zu sehen, wie es von innen aussah. Oh, da sind ein paar kleine Dinge drin. Ich habe Erwachsene mit meinen endlosen Fragen genervt, besonders unseren blinden Nachbarn Mr. Parker. Wie schaut man sich Filme an, wenn man nichts sieht? Der alte Mann fühlte sich jedoch nie beleidigt. Er beantwortete meine Fragen immer gutmütig. Dasselbe konnte man von meinen Eltern nicht sagen. Brooke, hör auf, uns in Verlegenheit zu bringen. Achte auf deine Manieren wie dein Bruder. Oh, genau, mein Bruder. Ryan war 4 Jahre älter als ich. Unsere Eltern vergötterten ihn. Er war ein großartiger Gitarrist. Ryan, du bist der ganze Stolz unserer Familie. Natürlich stiegen Ryan solche Worte zu Kopf und er wuchs arrogant auf. Alle behandelten ihn wie eine Berühmtheit. Manchmal hatte ich das Gefühl, in seinem Schatten zu leben. Ich wollte meinem Bruder näher stehen, aber er ließ mich nicht mal in die Nähe seiner kostbaren Gitarre, geschweige denn hinein. Brooke, geh weg, du machst alles kaputt, was du anfasst. Zu dieser Zeit war er mit einigen anderen Teenagern in einer Rockband. Sie nannten sich Guys on Fire. Ein Musikwettbewerb, an dem sie teilnehmen wollten, stand bevor. Sie probten jeden Tag in unserer Garage und ich spionierte ihnen gern nach. Die Sache war, ich war total in den Leadsänger der Band, Damon, verknallt. Und dann baten Mom und Dad eines Tages Ryan auf mich aufzupassen und fuhren für ein paar Tage weg. Die Jungs und ich werden proben. Was soll ich machen? Was du willst, komm uns bloß nicht in die Quere. Er schloss das Garagentor und ich konnte nur schmollen. Was auch immer, ich werde einfach alleine Spaß haben. Dann sah ich hoch oben in einem Baum einen Vogel und beschloss, dass er mein neuer bester Freund werden würde. Als ich auf den Baum kletterte, flog der Vogel davon und ich merkte, dass ich Höhenangst hatte. Ich fing an, um Hilfe zu rufen. Mr. Parker hörte meine Schreie und rief Ryan. Brooke, du bist so eine verdammte Nervensäge. Er kletterte auf den Baum, um mich herunterzuziehen, aber etwas ging schief. Der Ast, auf dem Ryan stand, brach. Er fiel hin und landete auf seinem linken Arm. Bro, geht es dir gut? Mir geht es gut, aber mit meinen Fingern stimmt etwas nicht. Ich kann sie nicht spüren. Damon hat mich runtergeholt und dann Ryan geholfen, ins Krankenhaus zu kommen. Die Ärzte sagten, mein Bruder haben sich ein Bänderriss im Arm zugezogen. Er nahm die Nachricht nur schwer auf. Die Ärzte sagten auch, er würde nicht mehr so meisterhaft Gitarre spielen können wie früher. Ich kann mich von meiner Karriere als Musiker verabschieden und es ist alles deine Schuld, Brooke. Als unsere Eltern nach Hause kamen und erfuhren, was passiert war, schrien sie mich auch an. Mein Bruder gab seinen Traum auf, warf seine Gitarre in den Keller und war nur noch alleine. Die Guys on Fire schnitten beim Wettbewerb auch ohne Ryan toll ab, unterschrieben einen Vertrag und verließen unsere kleine Stadt. Mein Bruder war am Boden zerstört. Seitdem haben mich die Schuldgefühle bei lebendigem Leibe aufgefressen, also beschloss ich, gehorsam und ruhig zu werden. Ich schwöre, von nun an werde ich die beste Schwester und Tochter der Welt sein. Ich habe mein Versprechen gehalten und mich in einen völlig anderen Menschen verwandelt. Die neue Brooke war ein unschuldiges Mädchen und eine fleißige Schülerin. Ich erledigte alle Hausarbeiten, half unserem blinden Nachbarn und versuchte, meinen Bruder dazu zu bringen, mir zu vergeben. Ryan, ich habe deinen Lieblingskuchen gemacht. Raus aus meinem Zimmer. Egal, was ich tat, es gab eine unsichtbare Mauer zwischen mir und meiner Familie. Meine Eltern und mein Bruder behandelten mich kalt und ließen mich nie Spaß haben. Kann ich mit meinen Klassenkameraden ein Picknick machen? Nein, dein Bruder geht nirgendwo hin. Warum solltest du das also dürfen? Es war nicht fair. Aber ich antwortete nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte es verdient, so behandelt zu werden. Und dann wurde eines Tages ein süßer neuer Junge namens Chris an unsere Schule versetzt. Er erregte sofort meine Aufmerksamkeit. Chris war fröhlich und freundlich. Das Lernen fiel ihm jedoch nicht leicht und der Schulleiter bat mich, ihm Nachhilfe zu geben. Ich stimmte ohne zu zögern zu. Es war meine Chance, ihn kennenzulernen. Ich muss bis morgen einen großen Aufsatz schreiben. Weiß aber nicht, wo ich anfangen soll. Er seufzte so traurig, dass mir das Herz sank. Ich wollte etwas tun, um dem Kerl zu helfen, den ich mochte. Ich habe eine Idee. Lass mich den Aufsatz für dich schreiben, aber versprich mir einfach, dass du fleißig lernen wirst, um danach aufzuholen. Brooke, du bist so nett, ich könnte dich jetzt küssen. Wow, noch nie hatte jemand so etwas Nettes zu mir gesagt. Ich war über dem Mond. Chris brachte mich zum Lächeln. An diesem Abend saß ich in meinem Zimmer und schrieb den Aufsatz für Chris, als ich Mr. Parker unter meinem Fenster schreien hörte. Er war auf der Suche nach seiner Katze. Ich ging nach draußen und bot dem alten Mann meine Hilfe an. Fluffy! Mietz, 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 wo bist du? Aus unserem Keller hörten wir ein klagendes Miauen. Mr. Parkers Katze konnte wahrscheinlich keinen Ausweg finden. Ich ging in den Keller und fand Fluffy. Und dann fiel mein Blick auf Ryans Gitarre.
Haare. Sie war mit Staub bedeckt. Ich kann nicht glauben, dass sie immer noch hier ist. Ich gab die Katze ihrem Besitzer zurück und trug die Gitarre in mein Zimmer. Anschließend habe ich sie sorgfältig von Staub und Spinnweben befreit. Bevor ich es wusste, fing ich an den Saiten zu zupfen. Mir gefiel es von Minute zu Minute mehr, doch dann hörte ich Schritte im Flur und versteckte die Gitarre unter meinem Bett. Mom, Dad und Ryan werden ausrasten, wenn sie herausfinden, dass ich Gitarre spielen möchte. Am nächsten Schultag traf ich Chris und reichte ihm den Aufsatz. Brooke, du bist die Beste. Lass mich dir ordentlich danken. Mein Freund veranstaltet heute Abend eine Party. Wirst du mit mir hingehen? Oh, das würde ich gerne tun, aber meine Eltern erlauben es mir nicht. Mein Bruder weigert sich rauszugehen und bleibt die ganze Zeit zu Hause, also darf ich auch keinen Spaß haben. Nun, das ist, milde gesagt, eine seltsame Regel. Ich erzählte Chris, was passierte, als wir Kinder waren und warum ich von Schuldgefühlen geplagt wurde. Oh, es tut mir so leid. Ich hoffe, dass sich deine Beziehung zu deiner Familie eines Tages bessern wird. Danke, Chris. Als ich nach der Schule nach Hause kam, unterhielt sich mein Bruder mit einem gut aussehenden Typen. Mein Herz flatterte, als ich ihn erkannte. Es war Damon. War er zurück in unsere Stadt gezogen? Er ist auf jeden Fall erwachsen geworden. Nun hatte er viele Tätowierungen und sein enges T-Shirt konnte seine Muskeln nicht verbergen. Sobald ich eintrat, verstummten sie. Damon musterte mich von oben bis unten und grinste. Hallo, du kleiner Teufel, bist du immer noch in mich verliebt? Ich spürte, wie ich rot wurde, versuchte aber gleichgültig zu wirken, um meine Gefühle zu verbergen. Oh, bitte, ich habe seit Jahren nicht an dich gedacht. Verschwinde, Brooke, wir sind beschäftigt. Ich schnaubte und verließ das Zimmer. Trotzdem fragte ich mich, worüber sie redeten, also versteckte ich mich hinter der Tür, um zu lauschen. So fand ich heraus, dass Damon in die Stadt zurückkam, weil er aus der Band geworfen worden war. Offenbar hatte er Probleme mit dem Gesetz. Oh, obwohl ich in meiner Kindheit in ihn verknallt war, habe ich beschlossen, mich von ihm fernzuhalten. Bad Boys interessieren mich nicht. An diesem Abend versuchte ich, mich auf das Buch zu konzentrieren, das ich las, aber Damon war alles, woran ich denken konnte. Er war jetzt so mysteriös und gefährlich. Oh, das war nicht gut. Ich musste ihn aus meinem Kopf verbannen. Also nahm ich Ryans Gitarre und begann, die Akkorde zu lernen. Nach einer Weile verwandelten sich die unzusammenhängenden Klänge in eine wunderschöne Melodie. Aber dann stürmte Dad in mein Zimmer. Er war wütend. Brooke, machst du Witze? Dein Bruder kann wegen dir nicht Gitarre spielen. Wie kannst du es wagen, sein Instrument zu berühren? Ich entschuldigte mich und legte die Gitarre wieder unter mein Bett. Sobald Dad hinausging, schrie ich in mein Kissen. Ich habe als Kind einen Fehler gemacht, aber bedeutete das wirklich, dass ich für den Rest meines Lebens kein Recht hatte, ein Hobby zu haben? Dann erhielt ich einen Anruf von Chris. Du kannst immer noch zur Party kommen, weißt du? Es ist toll, komm her. Das ist besser, als Trübsal zu blasen. Wenn ich Spaß hätte, würde nichts Schlimmes passieren, oder? Ich beschloss, heimlich von zu Hause wegzugehen und nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich kletterte aus dem Fenster und kam zur Party. Es gab dort viele Leute, die sich austoben und ihre Jugend genießen konnten. Chris war begeistert, als er mich sah und schleppte mich sofort auf die Tanzfläche. Ich hatte Spaß, als ich spürte, wie jemand mich ansah. Ich schaute mich um und sah Damon in der Menge. Um ihn herum waren ein paar Mädchen, aber er sah mich an. Mein Herz begann zu rasen und ich wandte den Blick von ihm ab. Chris wurde plötzlich düster. Verdammt, ich habe vergessen, dass morgen ein weiterer Aufsatz fällig ist. Ich habe noch nicht einmal angefangen. Entspann dich und tanz mit mir. Ich schreibe ihn heute Abend für dich. Oh, danke, Brooke, du bist fantastisch. Chris zog mich in eine Umarmung und ich sah, wie Damon die Stirn runzelte. Ein paar Minuten später kam er auf mich zu. Kannst du nicht erkennen, dass Chris dich nur ausnutzt? Wie kommst du darauf? Ich durchschaue diesen Idioten. Er hat erkannt, dass du naiv bist und hat das ausgenutzt. Chris ist kein guter Typ, vertrau mir. Das sagst gerade du. Ich weiß, dass du Probleme mit dem Gesetz hast. Also wer ist hier der wahre schlechter Einfluss? Damon hatte dazu nichts zu sagen. Ich blieb noch ein bisschen bei Chris und machte mich dann auf den Heimweg. Ich musste durch das Fenster zurück in mein Zimmer klettern und verbrachte den Rest der Nacht damit, den Aufsatz für Chris zu schreiben. Ich war gerade dabei, ihn Chris am nächsten Morgen zu geben, als ich etwas hörte, das mich innehalten ließ. Chris redete mit unseren Klassenkameraden und machte sich über mich lustig. Ich brauche dieser naiven Idiotin nur ein Kompliment zu machen und sie bietet mir selbst an, meine Hausaufgaben für mich zu erledigen. Ich bin ein Genie. Oh, war er das? Ich hatte nicht vor, das hinzunehmen. Seine Worte brachten mein Blut zum Kochen. Anstelle des Aufsatzes gab ich diesem narzisstischen Idioten einen detaillierten Bericht darüber, wie er unsere Lehrer getäuscht hat. Chris ahnte nichts und gab ihn stolz ab. Ich verbarg ein rachsüchtiges Grinsen. Chris, was soll das bedeuten? Geh jetzt zum Büro des Direktors. Die Wahrheit kam ans Licht. Chris wurde bestraft und seine Eltern erfuhren davon. Natürlich erkannte er sofort, dass ich die Schuldige war. Warum zum Teufel hast du mich so reingelegt, Brooke? Ich habe gehört, was du wirklich über mich denkst. Und ich habe dir eine Lektion erteilt. Das wirst du bereuen. Es war klar, dass du so etwas sagst. Als ich von der Schule nach Hause kam, war Damon wieder bei uns zu Hause. Er war in eine Diskussion mit meinem Bruder vertieft. Komm schon, Ryan, tu es einfach. Es ist nicht so, dass du irgendetwas riskierst. Nein, Dude, ich bin fertig. Punkt. Ich versuchte, mich in mein Zimmer zu schleichen, bevor mich jemand sah. Aber meine Eltern haben mich erwischt und einen Anfall bekommen. Brooke, dein Klassenkamerad Chris hat uns erzählt, dass du dich gestern auf eine Party geschlichen hast. Du bist so eine Enttäuschung. Ich
Ich hasste es, angeschrien zu werden. Besonders vor Damon. Zum ersten Mal in meinem Leben beschloss ich, für mich selbst einzustehen. Ich habe es satt, mich zu entschuldigen. Ich möchte einfach mein Leben genießen. Mit diesen Worten rannte ich nach draußen, setzte mich auf die Schaukel und brach wie ein kleines Mädchen in Tränen aus. Jemand hat die Sonne blockiert. Ich blickte auf und sah Damon. Und, hatte ich recht mit Chris, tritt mich nicht, wenn ich am Boden bin. Zu meiner Überraschung setzte er sich neben mich und reichte mir ein Taschentuch. Komm schon, wein nicht. Was meintest du, als du sagtest, du hättest es satt, dich zu entschuldigen? Ich wischte meine Tränen weg und erinnerte Damon an Ryans Sturz, den mir meine Familie immer noch nicht verziehen hatte. Mom und Dad bestrafen mich immer noch dafür. Ich möchte mich in der Musik versuchen, aber sie lassen mich nicht. Das ist lächerlich. Ryan hätte sich von seiner Verletzung erholen können, wenn er einfach weiter trainiert hätte. Er war derjenige, der aufgegeben hat. Du solltest deswegen nicht leiden müssen. Dann sagte Damon, dass er kein Geld mehr hätte, nachdem er aus den Guys on Fire geworfen wurde. Er kam in unsere Stadt zurück, um eine neue Band zu gründen und fragte Ryan, ob er mitmachen wollte. Aber mein Bruder lehnte ab, weil er seit Jahren nicht mehr Gitarre gespielt hatte. Brooke, vielleicht möchtest du es mal versuchen? Ich lerne gerade erst die Akkorde. Ich helfe dir. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nun ja, es kann nicht schaden, es zu versuchen, oder? Gleich am nächsten Tag kam ich zu Damon. Natürlich wusste meine Familie nichts davon. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob daraus etwas werden würde, aber Damon war ein großartiger Lehrer. Wir verloren uns in der Musik, lachten und sprachen über unsere Pläne für die Zukunft. Zum ersten Mal seit langer Zeit habe ich etwas für mich selbst getan. Ich erinnerte mich auch daran, warum ich mich vor all den Jahren in Damon verliebt hatte. Mit ihm zusammen zu sein, gab mir das Gefühl, lebendig zu sein. Allerdings wollte ich nicht mit einem Kriminellen zusammen sein. Ein mieser Typ hatte mich bereits ausgenutzt, weil ich unschuldig aussah. Ich wollte nicht noch einmal verletzt werden. Also fragte ich Damon, warum er aus der Band geworfen wurde. Doch bevor er antworten konnte, betrat Ryan das Haus. Bro, ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe meine Meinung geändert. Lass uns gemeinsam eine Band gründen. Er sah mich und die Gitarre, die ich hielt, und wurde rot vor Wut. Versuchst du mir den Platz zu stehlen? Du ruinierst immer mein Leben. Er schrie weiter, bis Damon für mich eintrat. Entspann dich, Kumpel. Brooke ist gut darin. Ihr könnt beide der Band beitreten. Du hast meine Schwester einer Gehirnwäsche unterzogen. Halt dich von Brooke fern. Du hast einen schlechten Einfluss auf sie. Sie hatten einen gewaltigen Streit. Schließlich ergriff mein Bruder meine Hand und zerrte mich nach Hause. Halte dich von ihm fern, er ist gefährlich. Warte, machst du dir Sorgen um mich? Natürlich tue ich das, du bist meine kleine Schwester. Wow, ich hoffte, Ryan und ich könnten uns noch versöhnen. Das war mir wichtiger, als einer Band beizutreten. Deshalb habe ich nach diesem Tag nicht mehr auf Damons Anrufe reagiert. Tut mir leid, Damon, aber mit meiner Familie klarzukommen ist mir wichtiger, als meinen Träumen zu folgen. Bald hörte er auf, mich anzurufen und ich dachte, er hätte jemand anderen gefunden. Aber eines Tages wollte ich gerade nach der Schule nach Hause gehen, als Damon mein Klassenzimmer betrat. Er hob mich hoch und ging nach draußen. Hey, lass mich runter, wo bringst du mich hin? Das wirst du gleich sehen. Du bist schamlos, lass mich gehen. Entspann dich, du wirst es nicht bereuen. Bald befanden wir uns in einem professionellen Musikstudio. Es war so cool, dass ich sofort vergaß, dass ich sauer auf Damon war. Wow, ich fühle mich wie ein echter Rockstar. Ich habe diesen Ort gemietet, damit wir proben können. Brooke, lass dich nicht länger von deiner Familie zurückhalten. Du solltest dein Leben so leben, wie du es möchtest. Du sagst die richtigen Dinge, aber Ryan meinte, du bist ein gefährlicher Typ. Ich verstehe, warum du mir nicht vertraust. Er setzte sich auf den Boden und erzählte mir seine Geschichte. Vor ein paar Monaten sah Damon, wie ein Idiot ein Mädchen belästigte und griff ein. Leider stellte sich heraus, dass dieser Mistkerl der Sohn eines mächtigen Geschäftsmannes war. Er rannte zu seinem Vater und Damon geriet in Schwierigkeiten. Nach diesem Kampf musste ich Zivildienst leisten. Unser Produzent musste mich aus der Band werfen, um den Ruf der Guys on Fire zu schützen. Ich habe sowohl Geld als auch meine Karriere verloren. Aber ich bereue nicht, was ich getan habe und ich bin auch bereit, von vorne zu beginnen. Er sagte die Wahrheit, das konnte ich spüren. Ich konnte nicht anders, als die Stärke seines Geistes zu bewundern. Wow, du hast das Richtige getan und solltest stolz auf dich sein. Wenn du keine Angst mehr vor mir hast, du Teufel, dann lass uns loslegen. Unter einer Bedingung, nenn mich nicht Teufel. Wir verbrachten den Abend mit Proben und deshalb kam ich sehr spät nach Hause. Natürlich haben sich meine Eltern und Ryan sofort auf mich gestürzt. Ich gab ehrlich zu, dass ich mit Damon Gitarre gespielt habe. Wir gründen eine Rock Band. Ha, ihr werdet scheitern, weil ihr Verlierer seid. Ich habe nicht auf die Sticheleien meines Bruders gehört. Er war nur eifersüchtig. Als ich am nächsten Tag zur Schule ging, sah ich ein Polizeiauto vor Mr. Parkers Haus. Es stellte sich heraus, dass jemand nachts in das Haus unseres Nachbarn eingebrochen war und den Schmuck seiner verstorbenen Frau gestohlen hatte. Ryan stand in der Nähe und gab einem Polizisten eine Aussage. Ich habe gesehen, wie Damon in das Haus eingebrochen ist. Er hat schon früher gegen das Gesetz verstoßen. Außerdem sagte er mir, dass er Geld brauchte. Danke, wir werden der Sache auf den Grund gehen.
Was? Ich weigerte mich zu glauben, dass Damon so etwas tun würde. Also kam ich zu Mr. Parkers Haus, um herauszufinden, was tatsächlich passiert ist. Jeden Morgen fühle ich den Schmuck meiner Frau und denke an sie. Aber heute war die Schmuckschatulle leer, als ich sie öffnete, also habe ich die Polizei gerufen. Ich schaute auf die Kommode, in der die Schmuckschatulle lag, und mir fiel die Kinnlade herunter. Daneben lag ein Bridge-Pin, der Seitenstecker, den Ryan immer an seiner Kleidung trug. Hatte mein Bruder den Schmuck gestohlen, um Damon zu beschuldigen? Ich nahm den Pin. Mein Kopf drehte sich. Wenn ich dem Polizisten die Wahrheit sagen würde, würde ich meinen Bruder verraten und unsere Beziehung würde sich nie wieder davon erholen. Aber wenn ich nichts sagte, würde das Damon schaden. Was sollte ich machen? Brooke, vielleicht bin ich blind, aber ich spüre, dass dich etwas stört. Ja, das ist mein Bruder. Hör zu. Als ich blind wurde, war ich nicht auf die ganze Welt böse. Ich habe gelernt, damit zu leben, aber Ryan hat es sich leicht gemacht und dir die Schuld für alles gegeben. Obwohl du nur ein neugieriges Kind warst. Wenn du etwas zu sagen hast, solltest du es sagen. Sonst wirst du für den Rest deines Lebens alles bereuen. Sie haben recht, Mr. Parker. Seine Worte inspirierten mich und ich übergab den Bridge-Pin der Polizei, damit sie das als Beweismittel verwenden konnten. Obwohl mein Bruder alles, was er gestohlen hatte, unserem Nachbarn zurückgab, musste er dennoch Zivildienst leisten. Die Kluft zwischen mir und meiner Familie wuchs, aber das störte mich nicht mehr, weil ich wusste, dass ich keinen Grund hatte, mich schuldig zu fühlen. Obwohl meine Eltern und Ryan wütend auf mich waren, probte ich weiter mit Damon. Musik hat mich glücklich gemacht. Vor unserem ersten Auftritt verkrampfte sich mein Magen und ich zitterte. Damon bemerkte es und drückte meine Hand fest. Ich bin hier bei dir. Gemeinsam können wir alles schaffen. Sein warmes Lächeln entfachte ein Feuer in mir. Wir betraten die Bühne und traten in ein neues Leben ein. Übrigens haben wir noch keinen Namen für unsere Band gefunden. Habt ihr Vorschläge? Sagt es uns unten in den Kommentaren.